Ich fühle jetzt schon nichts mehr. Schon in der Kindheit habe ich angefangen, nach dem normalen Duschen mich kalt abzuduschen, wie so eine kleine Abkühlung. Und irgendwann haben Bastian und ich dann angefangen, bewusst das Wechselduschen zu etablieren. Und irgendwann erscheint einem jeder weitere Abhärtungsschritt eigentlich nur logisch. Und die Herausforderung macht natürlich auch Spaß, ob man das dann auch schafft. Und dann war es auch nur logisch, dass wir im Winter bei Minusgraden joggen gehen. Und nicht einfach nur joggen, sondern irgendwann auch nur in Shorts begleitet. Vielleicht noch eine Mütze auf dem Kopf. Aber das war logisch. Irgendwann sind wir dann auf den Iceman gestoßen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere vielleicht. Wim Hof. Und dann brennst du natürlich unter den Fingern, diese Kälte-Challenges auch mal selbst auszuprobieren. Und dann? Ja, dann haben wir es einfach mal gemacht. Oh. Yes! Ehrlich gesagt, was im Wasser ganz okay. Der Trick dabei ist einfach nur ruhige Atmung, dann gewöhnt sich der Körper dran. Nur danach. Danach war es einfach nur die Hölle. Dieser Weg nach oben. Du hast im Prinzip erstmal nichts gespürt, außer dass der Weg über diesen hart zugefrorenen Boden natürlich extrem wehgetan hat. Und wenn dann das Blut angefangen hat, wieder in die Finger zu strömen, das waren Schmerzen, weil wir es natürlich nicht gewohnt waren. Würden wir es wieder tun? Definitiv. Ich meine, das Ganze ist ja ein Prozess, so wie alles im Leben. Und wir sind noch lange nicht da, wo wir am Ende sein wollen. Ich meine, irgendwann verschwinden natürlich Taubheit und die Schmerzen, aber es dauert natürlich sehr Zeit. Und dann haben wir natürlich diskutiert. Ne? Wir reden ja jedes Mal darüber, was wir da eigentlich machen. Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Bereiten wir das nächste Mal darauf vor? Nach unserer Diskussion, nach unserer sehr, sehr langen Diskussion, dann endlich der Konsens. Die beste Vorbereitung ist natürlich langfristiges Kältetraining. Klar, du kannst dich kurzfristig vorher vorbereiten. Du kannst dich vorher schon mit Sauerstoff vollpumpen, dass der Körper die Kälte einfach wegsteckt. Das geht natürlich. Am wichtigsten ist einfach nur das Mindset. Du schaffst das. Dein Körper schafft das. Einmal erlebt und danach wird es viel einfacher.